Peace und guten Morgen, meine Freunde. Ich bin jetzt aufgestanden. Als ich davor das erste Mal aufgestanden bin, dann habe ich schon Kopfschmerzen ein bisschen gehabt, weil draußen irgendwie wieder irgendwie was dagegen geknallt wurde oder so. Und wenn ich da schlafe und das öfter passiert, dann habe ich halt mit Kopfschmerzen auch. Dann muss ich erst mal um 10, 15 Minuten erst wieder klarkommen. Dann ist es besser geworden. Dann wollte ich mich nochmal hinlegen, aber habe dann Angst gehabt, dass das wieder passiert, dass das draußen so rumknallt. So habe ich einfach dann so versucht, mit Ohrenstöpseln zu schlafen. Das ist aber unangenehm, weil ich dann nicht auf der Seite liegen kann, weil sonst tut mir die Ohren weh. Und wenn ich zu viel geraucht habe, dann kann ich die Ohrenstöpseln irgendwie auch nicht aushalten, weil ich da irgendwie dann so einen Druck im Körper kriege oder so. Und das spüre ich dann auch sogar noch Pulsat ein bisschen. Aber es hilft alles nichts, muss man überall durch. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt noch ein Gewichs auf Ballbusting Chicks von Isabella. Die erinnert mich einfach voll an Samantha, das ist richtig geil, also ich muss ehrlich zugeben. Ja, ich weiß, wenn man alles zu geil findet, so wie ich, dann könnte man auch als Satan gelten. Aber ich lasse mir einfach nichts gefallen. Ich weiß, dass ich Jesus Christus bin und deswegen mir alles besonders gut gefällt in Wahrheit. Und deswegen bin ich auch besonders empfindlich und bekomme besonders leicht Schmerzen. Ich befürchte leider tatsächlich, dass andere noch mehr leiden als ich. Also so, ich meine, aber ich glaube auch gleichzeitig, dass ich einfach ein höheres Schmerzempfinden habe auch. Und das aber auch dann der Auslöser dafür ist, dass ich besonders heftig drauf bin, weil ich schon bei den kleinsten Verletzungen eigentlich ausflippe, weil ich einfach keine Verletzungen haben will. Ich bin vollkommen, ich fühle mich als ein göttliches Wesen und ich verdiene weder Verletzungen noch irgendwelche Schmerzen. Und was Ballbusting und so betrifft, es ist in Wirklichkeit eh gar nicht so geil, es ist irgendwie, da ist was faul in Wahrheit. Diese Sachen mit der sexuellen Erregung und so und Perversion, das kann ich, aber gleichzeitig, da kann ich euch beruhigen. Da habe ich auch meinen Finger im Spiel, weil ich das einfach auch gar nicht einsehe, dass wir keinen Sex haben oder nicht pervers sind und so. Aber wir werden halt dann tatsächlich dann von den Antichristen beeinflusst und dann müssen wir halt einfach eine starke Psyche behalten und es einfach genau wissen, dass wenn da irgendwie Gefühle auftauchen, die wir nicht wirklich als gut einstufen würden oder so besonders harte Brainfucks, also damit meine ich, dass man so komisch raus ist. Oder dass man plötzlich denkt, dass man weiß, dass alles beschissen ist. Oder dass man plötzlich denkt, dass man weiß, dass man irgendwie in einer höllischen Welt lebt oder so. Das sind alles solche Tricks, die von den Antichristen ausgehen. Und ich beweise euch auch, dass es so ist, dass es nicht von mir ausgeht. Und zwar, weil ich euch das ganz ehrlich sage. Und er das gar nicht ganz ehrlich sagen könnte, weil er sich dann verrät mit seiner Mimik und Gestik. Ich hätte einen super Vorschlag. Sepp, könntest du jetzt dann gerne mal eine Bombe rauchen mit meinem MC-Hasch? Dann schauen wir mal, wie er dann reagieren wird. Jetzt ist auch noch echt gutes MDMA in meinem Gerolsteiner Wasser. Schmeckt trotzdem scheiße, es tut mir echt leid. Aber das MDMA feiere ich ziemlich hart. Was ich auch wirklich übelst war, ist, dass ich jetzt dieses scheiß Gefühl im Herz, was ich auch teilweise so einen Druck oder so der Puls hatte, ist jetzt wirklich deutlich besser geworden, seit die Kopfschmerzen einfach nicht mehr so asozial sind. Also liegt es tatsächlich an der Gehirndurchblutung, dass das gewesen ist. Und deswegen glaube ich, dass ich sowieso gesund werde. Aber ich habe natürlich selbst ein Gefühl für die Rauschmittel auch und deswegen weiß ich auch, dass ich es nicht übertreibe. Ich nehme nicht absichtlich zu viel und ich rauche auch nicht so viel, auch wenn ich dann wieder mal einen größeren Kopf rauche und tatsächlich Schmerzen habe. Aber dafür bin ich halt dann wirklich brutal drauf. Ich habe gestern war ich den ganzen Tag total auf Meth noch, obwohl ich in der Nacht um 2 Uhr morgens einen größeren Kopf geraucht habe. Und da dann schon ein bisschen gelitten habe. Aber dann als es besser war, habe ich so gedacht, so jetzt habe ich es wieder überstanden. Und dann war ich sofort stolz auf mich und dann wusste ich gleich, das hat es gebracht. Irgendwie habe ich aber irgendwie schon körperliche Nebenwirkungen jetzt von dem Crystal. Das
meine Handflächen irgendwie so ein bisschen so brennen. Und ich hier, weiß ich, da so eine Kluft oder so. Ist auch ziemlich asozial, das kommt safe von dem Meth. Sind alles solche scheiß Nebenwirkungen. Ich weiß, das Crystals wirkt super gut, das ist fast nicht zu fassen. Ist natürlich ein bisschen giftiger als THC und so. Aber das hilft mir mehr als Gras, Alter. Jetzt, wenn ich es natürlich mit Gras mische, dann bin ich der absolute King. Dann habe ich nichts mehr zu verlieren, Alter. Ich glaube, Crystal und Gras ist, glaube ich, das absolute Nonplusultra. Jetzt, wenn ich da noch MDMA dazu nehme, dann ist hier Schluss im Bus für den Hitler. Dann ist der fertig. Ihr müsst wissen, wenn ich sage, wenn ich gegen Hitler rede, dann ist automatisch schon Elke dabei. Gott will euch damit sagen, dass Mario, also dass die Pflanze so nach, dass die Pflanze benannt worden ist und Marihuana heißt. Damit will er veranschaulichen, wie die beiden zusammen sind und wie sie ungefähr ein bisschen sind. Das THC ist ja, das Harz ist ziemlich klebrig. Das sagt mir, dass sie ziemlich stark zusammenkleben. Man könnte fast sagen, dass Gott das Marihuana erschaffen hat, um uns zu erklären, wie die Antichristen sind. Durch das Crystal werde ich der Jesus selber, Alter. Weil ich nämlich, wenn ich jetzt dies gesagt habe, dann wäre dann, wenn ich jetzt nicht auf dem Crystal da drauf wäre, dann würde ich sagen, dann könnte ich auch die Befürchtung kriegen, dass Marihuana die Nebenwirkung hat, dass die Antichristen gestärkt werden oder die Antichristen erschaffen werden oder so. Und wenn ich jetzt das Gleiche auf Crystal denke, dann denke ich, dass Gott das Marihuana erschaffen hat, um uns zu erklären, wie die Antichristen sind. Jetzt seht ihr, das ist genau das, was mein Job ist, weil ich weiß, dass ihr diese Probleme auch habt. Dass man einfach die Wahrheit, dass es einfach mehrere Wahrheiten gibt. Das ist das ist das positive Problem. Das ist nicht schlimm, aber das macht halt schon ein bisschen, das verwirrt dich. Wenn wir mehrere Wahrheiten wissen müssen. Aber im Endeffekt läuft es doch aufs Gleiche hinaus eigentlich. Also diese zwei Möglichkeiten. Dass Gott das Marihuana erschaffen hat, um uns zu erklären, wie die beiden sind, dass sie zusammenkleben und sowas und dass sie dich betäuben wollen, um heimlich was zu machen. Also können. Oh. Naja, ihr müsst wissen, Gott hat auch die Antichristen erschaffen. Deswegen. Das ist der Grund. Und deswegen, ja, Gott hat quasi Gut und Böse erschaffen, um dann nur noch gut zu machen. Deswegen leiden wir die ganze Zeit und haben die Zeit durchgelitten und deswegen ändert sich das jetzt dann. Wie lange das dauert und wie es genau laufen wird, das weiß ich nicht. Ich weiß das alles nur immer spontan. Ich habe überhaupt keinen Plan, das ist überhaupt kein Witz. Ich denke überhaupt nicht nach. Es ist der Wahnsinn, das ist, als wenn ich einfach den Redefluss erfunden habe oder so. Und wenn das, ja, wenn das Marihuana die Antichristen stärkt, das wäre auch gar nicht so schlimm. Vielleicht denken die beiden, dass sie Marihuana kontrollieren oder Marihuana sind oder dass sie irgendwie damit was zu tun haben. Und deswegen rauchen die Leute, vor denen sie ein bisschen Schiss haben, Marihuana. Das wäre dann der Weg, den sie selbst denken, dass sie das Marihuana sind und ja, aber schau mal.
Da kann das nicht stimmen. Das Marihuana ist nämlich gar nicht so giftig. Das bedeutet also, sie denken, sie hoffen, sie würden gerne da. Ha. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ihr denkt vielleicht, dass ich der Antichrist bin und Bob Marley. Aber das würde bedeuten, dass der Friede der Christus ist. Und der ist es nicht. Ich weiß selbst leider nicht, ob er das gesagt hat, dass es Christus ist, das weiß ich nicht. Oder ob die anderen das nur für möglich gehalten haben, weil er ja so stark ist. Stark ist er tatsächlich, aber nicht stärker als ich. Boah, Alter. Sag's euch ehrlich, Kopfschmerzen für dich immer noch am allerschlimmsten in Wirklichkeit. Das ist so scheiße. Ich muss immer echt schauen, dass ich die Kopfschmerzen nicht habe, aber wenn ich die Kopfschmerzen habe, dann kann ich mich nicht mehr gescheit zusammenreißen, weil ich dann irgendwie so einen Zorn bekomme, aber ich will gar nicht. Noch bei der Kopfschmerzen war, da habe ich keine Lust mehr. Ja. Seht ihr, ja, ich weiß schon. Ich kann mir schon denken, dass wenn ihr mich eh schon versteht, beziehungsweise positiv verarscht, wenn ihr mir absichtlich Kopfschmerzen macht und so, dann kann ich mir schon denken, dass ihr mir tatsächlich nicht wirklich vertraut. Das ist übelst schade. Aber gleichzeitig muss ich es wohl einfach über mich ergehen lassen, was ihr mit mir macht. Wenn es mir nicht passt, dann werde ich das auf jeden Fall sagen. Wenn ich nicht zu starke Kopfschmerzen bekomme. Klar, Neuroleptika mit Ecstasy, ich sag's euch ganz ehrlich, da ist eigentlich, das ist wirklich nicht lustig. Da bekomme ich wirklich Kopfschmerzen. Aber wenn ich jetzt keine Kopfschmerzen bekommen würde auf die Neuroleptika und Ecstasy, dann würde mich das gar nicht mehr so anpissen. Der Frontkamera schaue ich nicht ganz so wie der Jesus aus, aber dafür mache ich mich selber stark, weil ich mich selber sehe. So könnt ihr auch erkennen, dass mein Selbstbewusstsein von meiner eigenen Stärke aufgebaut wird, nämlich mich selbst zu lieben. Jetzt fragt euch, ich denke, was ist mit mir los, dass ich Selbstmord begehe? Ich glaube wohl eher, dass Gott mich einfach dazu gezwungen hat, damit sie. Ja, nein, 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 nein. In Wirklichkeit wollte Gott mich aufwecken, und zwar, dass ich sicher hundertprozentig weiß, wer die Antichristen sind, und deswegen haben sie es erstmal geschafft, dass sie mich in den Selbstmord getrieben haben. Nee, also ich würde wirklich ganz sicher sagen, dass 75%, 80% von dem Puls oder Schnitt, den ich habe, meine Sepp und Elke schuld sind. Und die restlichen Prozent kommen von meinen Freunden, die von innen beeinflusst wurden. Meine tatsächliche Hoffnung, und ich glaube, dass es auch stimmt, ist, dass alle Menschen gut sind und nur die beiden Antichristen böse sind und alle beeinflusst. Und genau deswegen hat der Hitler das auch überhaupt erst geschafft,
weil er damit bewiesen hat, dass er so mächtig ist, dass er tatsächlich die Leute sogar unter Kontrolle kriegt. Mit dem Meth hat er sich leider selbst gebumst in Wahrheit, weil er versucht hat, die Leute unter Kontrolle zu kriegen, aber hat nicht gewusst, dass es Crystal ist. Ich weiß, wenn ich mit der Rückkamera filme, dann schaue ich noch besser aus. Aber wenn ich so krasse Talks mache, dann muss ich mit der Frontkamera filmen, weil ich einfach irgendwie da noch stärker mich selbst fühle. Deswegen eigentlich müsst ihr mir jetzt zeigen, dass ich auf alles scheißen kann und alles machen kann, was ich will. Und ich zeige euch dafür, dass es alles gut ist und dass es alles ein positives Ziel hat. Oder dieses Ziel, was ein Hitler leider dazu bringt, dass er stark ist, Spaß. Wenn ich nämlich jetzt sinnlos Spaß haben wollen würde, dann ist irgendwie, wenn der Parasit mich befallen kann. Wenn ich aber tatsächlich absichtlich richtig durcharbeite und auch leide, dann kann mich der Parasit nicht befallen. Und genau das ist Crystal. Deswegen kommt ihr auf Crystal einfach drauf, dass es wirklich das Sepp und Elke ist. Ah, der Sepp will euch beweisen, dass er gut ist. Es ist doch so ein Wichser, Alter. Jetzt stell dir mal vor, dass er 90% böse ist und 10% gut. Und dann meinen die, und dann will er tatsächlich noch, dass. Weil er weiß, dass er keine Chance hat, deswegen ist er dann irgendwie so, dass er beweisen will, dass er gut ist. Er hat einfach seine Niederlage erkannt und weiß einfach nicht mehr, was er machen soll. Er ist einfach so mächtig in Wahrheit, dass er einfach dann auffliegt, weil er eh nicht anders kann. Das wiederum sagt mir wieder, dass Gott tatsächlich die beiden Antichristen erschaffen hat und alles wie ein Film abläuft und wir darauf vertrauen können, hoffentlich. Oh mein Gott, habe ich gerade Zweifel an Gott ausgedrückt? Meine Herren, euer. Ich habe keine Zweifel an Gott in Wirklichkeit. Ich schlafe quasi nur noch rum, wie richtig heftig. So wenn ich so wie so ein Magnet so in den Boden wieder reingezogen werde und Alter. Ich habe das vorher nicht gehabt, das Gefühl, weil ich kein Crystal genommen habe. Naja, aber ich glaube, das hat man sogar gesehen, weil man durchs Crystal so ein weißes Gesicht hat. Reingemischt haben sie mir Crystal. Das erste Mal, als ich einen richtigen Crystal ausschalte, haben sie mir das reingemischt. Das war das von Elke, weil ich sie da auch voll auf Crystal war gleichzeitig. Ich glaube, sie haben einfach da immer langsam, aber sicher mehr die Befürchtung bekommen, dass ich doch der Christus bin. Ich habe sie schon wieder voll durchschaut. Er wollte, dass ich selber glaube, dass ich der Satan bin, weil er gewusst hat, dass ich der Jesus Christus bin. Sag einfach mal so, der einzige Grund, der einzige Weg, wie er wirklich gut sein könnte, wäre, wenn er sich mit ihr zusammen vernichten lässt. Ansonsten wird ihm von mir sofort der Krieg angesagt. Weil ich so einen Scheiß einfach nicht sehen will. Und ich weiß ganz genau, dass nie im Leben Jesus Christus einen Holocaust machen wird. Noch keinen Weltkrieg anfangen wird. Und auch keine solche beschissene Teufelsuniform tragen wird.
Alles klar. Okay, wenn ihr jetzt dann langsam sicher wisst, dass ich der Jesus wirklich bin, dann könnt ihr ja wirklich aufhören, meine Eier zu vergiften und auch das Essen so zu vergiften und Getränke. Wenn ihr aber keine Lust drauf habt, weil es noch weiterlaufen soll, dann macht's einfach. Mir macht es eh nichts aus, ich sitze ja. Scheißt einfach drauf. Aber ich sag's euch, so wie es ist, mir muss man nicht zwingend wehtun, um mich aufzupäppen. Man muss nur dafür sorgen, dass ich die Wahrheit kenne. Da gebe ich euch mein Wort drauf. Braucht keine Kopfschmerzen. Ich brauche keine Schmerzen, um krass zu sein. Ich muss nur die Wahrheit kennen. Und leider ist die Wahrheit alles für mich und deswegen brauche ich die Schmerzen eventuell doch, weil die Antichristen nämlich die Wahrheit sind. Jetzt, wenn wir natürlich so hart wissen, dass die Antichristen die beiden sind, dann brauchen wir theoretisch keine Schmerzen mehr, um die Antichristen zu. Was sollten denn das auch in Worte? Ja, jetzt werden. Genau. Und dann läuft es auch das hinaus, dass wir dann alle böse sind und nur die zwei gut sind. Diese zwei wollen Adam und Eva werden. Marihuana will zu MDMA werden. Das bedeutet, sie wollen mich und Samantha vernichten. Das ist ihr ernsthafter Plan. Weil wir eine Gefahr für sie darstellen und sie denken, dass alle Menschen nicht in der Lage sind, sie zu bekämpfen. Und deswegen, wenn sie mich und Samantha besiegt hätten, dann würden sie einfach die Herrscher der Hölle sein und dann würden wahrscheinlich laufend Gaskammern betrieben sein und Kriege geführt werden. Und was weiß ich alles, dann gibt es Massenvergewaltigung wahrscheinlich. Wird der Serbien-Film in echt nachgespielt. Und ich übertreibe nicht mal. Ihr seht es selbst, der Typ hat es schon gemacht. Also, what the fuck? Und genau das ist es. Jetzt bin ich wieder gefickt, jetzt habe ich deswegen den Pulsader-Schnitt, weil ich tatsächlich sein wahres Ich euch zeigen wollte. Und dann hat er es tatsächlich gemacht. Jetzt habe ich quasi deswegen Schuld daran, weil ihr brutal gefoltert wurdet von ihm. Dafür haben wir jetzt alle genug gesehen mal. Im Endeffekt ist er einfach ein dummes Kind, einfach ein dummer Mörder. Deswegen hat er es tatsächlich gemacht, weil er so blöd ist. Er war schon die ganze Zeit. Nur durch diese neuartigen chemischen Drogen ist er so ausgeflippt, dass er tatsächlich das gemacht hat. Crystal Speed und MDMA war einfach ein Hitler sein absolutes Ende. Nee, ich habe schon kapiert, das ist Zeug, was in meinen Eiern ist. Das ist vermutlich im Essen drin, weil ich es irgendwie mal so gedacht habe, dass ich es geschmeckt habe oder so. Diesen Geruch, das ist so irgendwie so ein bisschen so. Ich weiß nicht. Ein bisschen wie Chlor oder so. Man weiß, so nicht direkt chemisch, so. Keine Ahnung. Solange meine Fruchtbarkeit deswegen nicht zerstört wird, ist das eigentlich mir scheißegal. Aber ich will trotzdem, dass es aufhört. Also in Wirklichkeit bin ich da überhaupt nicht begeistert davon.
Ach so, wir finden. Okay. Ihr findet selbst, dass Adam und Eva böse sind. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Weil Gott eigentlich über Leben und Tod entscheiden darf. Und wenn ihr Gott sagt, dass er nicht über Leben und Tod entscheiden darf, dann stellt ihr euch über Gott. Jetzt, wenn sich natürlich der Typ für Gott ausgibt und über Leben und Tod entscheidet. Ah, er ist so ein richtig kleinwüchsiger Gott. Wenn jetzt Gott sagen würde, er würde alle Menschen töten, um ein Ziel zu verfolgen, was dann wirklich positive Auswirkungen haben wird, falls das Gottes Plan ist, dann hat er so einen kleinen Viertelgott gemacht und irgend mit so einer rassistischen Kacke einfach mal so ein paar Millionen nur umgebracht. Während dann der echte Gott dann gleich Milliarden umbringt. Jetzt könnt ihr euch schon denken, warum ihr Hitler lieber mögt als Gott. Der bringt nur 6 Millionen um, während ich 8 Milliarden umbringen würde. Aber das. Warum sage ich denn das? Hat der Hitler, bevor er den Holocaust gemacht hat, öffentlich bekannt gegeben, dass er jetzt alle umbringt? Ja, wenn ich das dann denke, was ihr für einen Grund dazu hattet, diese 6 Millionen Leute zu killen, dann sehe ich einfach nur Bösartigkeit als Grund und nicht so wie bei mir, wenn ich sage, dass ich 8 Milliarden umbringen will, um den Antichristen zu beseitigen. Und dann von vorne anfangen, ohne den Antichristen. Wie wenn wir die Schlange aus dem Paradies löschen? Und wenn ihr alle dafür draufgehen müsst, dann müsst ihr das. Jetzt seht ihr es vielleicht selbst. Ich gehe aufs Ganze. Der Hitler macht eigentlich nur kleinlichen Bullshit und richtet übelstes Leid an. Außerdem kann er auch gar nicht die Wahrheit sagen, weil er sie gar nicht kennt. Er ist einfach nur mein erstgeborener Sohn und deswegen ist er wie so ein Viertel der Gott. Ist ja kein, ist wirklich kein Mörder, der hat Abel schon mal umgebracht. Ihr müsst wissen, diese Wahrheit ist hart. Aber sie stimmt. Und zwar, dass Gott sowieso sich durchsetzt. Bedeutet, wenn Gott vorhat, dass 8 Milliarden Leute sterben, wird es passieren. Wenn das aber der Hitler vorhat, dann wird es nicht passieren. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich will gar nicht, dass alle sterben. Ich will nur, dass wir wirklich nicht von etwas beeinflusst werden, was wir nicht wollen. Ich will nicht, dass wir uns vorkommen, wie wenn wir in der Hölle sind. Ich will nicht, dass wir was machen, was wir gar nicht wollen. Ich will nicht, dass wir zu was gezwungen werden. Ich will nicht, dass wir arbeiten müssen. Ich will nicht, dass wir Hunger leiden müssen.
Okay. Ne, ich habe schon, glaube ich, verstanden. Diese Kastration, das liegt daran, weil Samantha mich nicht als Jesus sehen will oder wollte. Und deswegen sowieso meinen Tod will, beziehungsweise wollte. Und deswegen ist es ja auch überhaupt nicht schlimm, weil ich dann sowieso keine Kinder mit ihr haben würde. Auf die Frage, ob ich Kinder haben will, ich entscheide alles wirklich spontan. Und ihr habt gestern in dem Video schon mitbekommen, ich habe da schon eine andere Lösung, außer diese Lösung, dass alle sterben müssen, um den Antichristen zu beseitigen. Das ist nämlich überhaupt nicht das, was ich will in Wirklichkeit. Es ist nur für mich irgendwie so, dass es irgendwie auch ginge. Also im Endeffekt, wir können nur noch gewinnen in Wirklichkeit. Das liegt daran, weil Gott den Antichristen selbst erschaffen hat. Und er es deswegen selbst durchführen kann. Wie ich es gestern schon gesagt habe, Gott ist auch der Antichrist. Und deswegen muss Gott sich selbst reinigen. Gott will sich selbst reinigen. Und das schafft er. Ich sage die reine Wahrheit. Die moderne, die Gegenwart, so wie es jetzt ist, mit der Technik. Da liegt da, überall steckt da was dahinter. Und es geht tatsächlich, wie ich gestern schon gesagt habe, darum, menschliche Wesen endgültig zu löschen, zu vernichten, dass sie nie wieder da sind, einfach nie wieder existieren können, dass sie für schlecht befunden werden. Dass einfach Gott entschieden hat, einfach wie wenn wir ein Körper sind und die Antichristen ein Krebsgeschwür und Gott jetzt aber keine Möglichkeit sieht, das einfach so zu heilen. Und deswegen müssen wir das einfach wirklich dann mit Gewalt machen und dann auch Leid in Kauf nehmen und unangenehme Zeit durchstehen. Aber es ist von Anfang an schon klar, dass es das passieren wird. Der Grund ist, weil Gott alles ist und Gott weiß, dass er unendlich ist. Und dadurch, dass Gott weiß, dass er unendlich ist, hat er überhaupt keinen Grund, nicht im Paradies zu sein. Es ist für Gott logisch, im Paradies zu sein. Also könnt ihr euch schon denken, dass Gott die Schlange im Paradies gehabt hat, ist in Wirklichkeit nur positiv, weil dadurch noch mehr Perfektion in Gottes Augen erzielt werden kann. Und wie ich schon mitbekommen habe, die wirkliche Perfektion beinhaltet diese Schmerzen und dieses Leid und diese Psychosen. Einfach weil wir wirklich ein Paradies wollen und die Perfektion einfach von Gott erzielt werden will. Und Gott weiß selbst nicht immer hundertprozentig, was die Perfektion ist, weil die Perfektion dann schon das Nonplusultra ist. Und was kommt schon, was ist noch besser als Perfektion? Und deswegen schießt Gott dann übers Ziel hinaus. Und deswegen kriegen wir dann Schmerzen und so. Und Psychosen auch, Angst und sowas. Und trotzdem, und das weiß jeder Mensch, haben wir immer noch dieses göttliche Gefühl als Mensch. Das behalten wir einfach immer. Weil wir eben schon die Perfektion sind. Es ist die Perfektion, die Gott verwirrt. Einfach weil er so gut ist, dass es nicht mehr besser geht und deswegen wird das Böse dann erschaffen. Einfach um noch besser zu werden, damit die Perfektion noch mehr verbessert werden kann.
Wir leiden also dafür, dass wir noch besser werden. In Gottes Augen waren wir von Anfang an schon perfekt. Aber in Wirklichkeit doch nicht. Und deswegen ist die Zeit erschaffen worden. Und deswegen ist alles so, wie es jetzt ist. Die Depression Gottes ist das Wissen über die Sinnlosigkeit. Der echte Gott verwendet das Böse dazu, um das Gute zu stärken. Das habe ich eh letztes Mal schon gesagt, wie bei Super Mario, wenn sie den giftigen Pilz fressen und dann einen Boost haben. Das bedeutet, wir werden uns an den Antichristen noch stärker, also im Endeffekt sind wir dann alle die Antichristen. Um ganz realistisch zu bleiben, dann ist dann tatsächlich dann so, dass wir alle die Antichristen sind und Sepp und Elke dann die Christen. Weil wenn wir tatsächlich so böse sind und sie beide loswerden wollen, sobald wir die beiden als Christen sehen, werden sie offenbart. Und schon sind sie wieder die Antichristen. Und dann sind wir alle automatisch Christen. Es kann nur diese zwei Antichristen geben, weil nämlich die echten Antichristen wirklich Macht haben, und das haben sie. Und alle, die unter ihnen stehen, sind keine richtigen Antichristen, sondern nur Antichristenbabys. Und Antichristenbabys haben überhaupt keine Quelle für Antichristsein. Das bedeutet, die Antichristenbabys können ganz leicht zu Christen gemacht werden. Während die Antichristen aber nicht zu Christen gemacht werden können, weil sie die Quelle des Bösen sind. Diese zwei sind quasi die Schlange in einem. Habe ich gestern auch schon gesagt. Das Marihuana erläutert das. Das Marihuana klebt ziemlich. Das Marihuana ist quasi eine Metapher für die Antichristen. Gottes Perfektion ist so genial. Die Antichristen wollen, dass du selbst willst, dass es dir schlecht geht. Ich will das nicht. Ich will, dass du immer willst, dass du das Beste hast vom Besten und dass das Leid und die Schmerzen automatisch auf dich zukommen, wenn es so ist. Richte keine absichtlichen Schmerzen an. Will nicht böse sein. Das ist das, was die Antichristen wollen. Was ihr wollt, dass ihr böse seid. Was ihr das selbst wollt. Dass ihr selber denkt von euch, dass ihr auch Antichristen seid. Ganz genau. Ganz genau. Habt ihr es verstanden? Die beiden Antichristen wollen alle in Antichristen verwandeln. Und ich und Samantha wollen alle in Christen verwandeln. Das könnt ihr euch schon denken, wer am Schluss gewinnen will. Peace out.